Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Physik oder solche, die es noch werden wollen, ich möchte euch heute ein durchaus lustiges Experiment zeigen mit einem Luftsack. Das ist ein länglicher Sack, unten verknotet, aus einem sehr leichten Material. Und man kann dieses Experiment auch in Form eines Wettbewerbes zeigen und das ist meistens sehr publikumswirksam. Es geht darum, wie kann man diesen Sack am schnellsten aufblasen oder am effizientesten aufblasen. Die herkömmliche Methode, einen Papiersackerl aufzublasen oder dergleichen, geht ja so. Und da merkt man, das ist sehr, sehr anstrengend. Und daher zeige ich euch heute eine Methode, die sozusagen uns sehr viel auch dann lernen lässt über die Strömungslehre und über das Bernoullische Gesetz. Und zwar kann man diesen Sack sehr, sehr bequem aufblasen, indem man ihn nicht ansetzt, sondern aus einer Entfernung von 20 cm mit einem scharfen Strahl einfach hineinbläst. Ja. Zur Nachahmung empfohlen. Ja. Wie sieht's aus?